Deutschlands Leichtathletik-Talente sorgen für sportlichen Hochgenuss in der Tartanhalle des Sportforums Hohenschönhausen. Der Berliner Leichtathletikverband lädt zum jährlichen nationalen Kindersportfest und begrüßt hier die jungen Gäste im Alter von 10 bis 14 Jahren, die sich in unterschiedlichen Wurf-, Sprung- und Laufdisziplinen unter besten Wettkampfbedingungen messen. Also das Besondere an dem Sportfest ist das Miteinander der Sportler und dass man zusammen halt Wettkämpfe macht. Ich finde sie sehr toll. Es macht Spaß, hier mitzumachen. Und wenn man verliert, ist es auch nicht so schlimm. Diese riesige Portion Spaß in Kombination mit hochprofessionellen Rahmenbedingungen erzeugen bei den ohnehin schon bis in die Haarspitzen motivierten Kids absolut sehenswerte und spannende Wettkämpfe. Ob Hochsprung, Weitsprung, Kugelstoßen oder läuferische Spitzenleistungen, hier wird heute jede Hürde genommen, miteinander gejubelt und gemeinsam angefeuert. Power rauslassen, du wirst halt angefeuert. Also ich finde die Atmosphäre generell toll und einfach die Musik und die ganzen Leute. Du kannst halt die Disziplin machen, die dir Spaß macht und die du kannst. Nicht nur die sportbegeisterten Heranwachsenden erleben hier einen intensiven und erfolgreichen Wettkampftag. Familien, Freunde, Trainer, alle unterstützen sie, ihre Schützlinge so gut sie können. Und auch der BLV zieht eine zufriedenstellende Tagesbilanz. Also von der Meldezahl her gesehen unsere größte, mit diesmal 1350 Meldungen und in den Einzelwettbewerben und 60 Staffeln, glaube ich. Einmal mehr macht der Berliner Leichtathletikverband auf seinem beliebten Sportfest die jungen Teilnehmer glücklich. Ich denke, dass wir damit etwas Schönes abgeliefert haben und auch die Kinder, die daran teilgenommen haben, viel Spaß gehabt haben. Was gibt es Schöneres als lachende Kindergesichter? Ja, vielleicht das Nationale Kindersportfest 2018.